Erstes Spiel, erster Sieg. Der VfL Gummersbach startet vor heimischer Kulisse mit einem Erfolg ins neue Jahr. 29:23, der Triumph im Klassiker gegen Frisch auf Göppingen. Und damit die ersten zwei Punkte nach der WM-Pause. Von Beginn an die Gastgeber in den blauen Trikots dominant. Nationalspieler Adrian Fahl vollendet einen 5:0-Lauf, das 9:4 nach 22 Minuten. Doch Göppingen steckte nicht auf, fand vor allem Sicherheit in der Deckung. Das Resultat? Das Comeback der Schwaben Christian Schöne zum 10:8. Ein Tor gab es am Ende noch auf beiden Seiten, 11:9 der Halbzeitstand. Unter den Augen von Bundestrainer Heiner Brandt kam Göppingen zwar in Hälfte 2 auf einen Treffer heran, zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen. Gummersbach routiniert. Vedran Sirnic bereits mit dem 24:19 nach 50 Minuten. Der Topscorer der Partie brachte es am Ende auf 10 Tore. Den Schlusspunkt setzte letztlich Patrick Winczek. Genugtuung für Gummersbach hatte man im Hinspiel noch eine Pleite kassiert. Am Ende also 29:23 der Sieg gegen die Schwaben. Nach enttäuschender Hinrunde für Gummersbach der Startschuss zur Aufholjagd auf die internationalen Plätze. Für Frisch auf hingegen der erste Dämpfer nach einer überragenden Hinrunde und Rang 5.